Bestimmung finden. Kein anderer Ort könnte den Titel des 24. Kongresses für Familienunternehmen besser verkörpern als die Universität Wittenherdecke. Wir Studenten kennen die Universität als einzigartigen Ort, an dem Ideen geboren, Bekanntschaften geknüpft und Kontroversen auf Augenhöhe diskutiert werden. Mit dem Zukunftsraum, dem Neubau unserer Universität, werden wir im kommenden Jahr neue Räumlichkeiten haben zur Fortbildung und zum Netzwerken. Unternehmen müssen heute mehr denn je den Blick für ihr gesellschaftliches Umfeld schärfen, in dem sie sich bewegen. Konzipiert von uns, einem studentischen Team aus den verschiedensten Fachrichtungen, soll der kommende Kongress die teilnehmenden Unternehmer aus ihrem Alltag entführen und mit den wirklich wichtigen Fragen unserer Zeit konfrontieren. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit sitzen hier nachfolgende Gesellschafterinnen und Gesellschafter sowie die Geschäftsführenden namhafter Familienunternehmen am runden Tisch und diskutieren gemeinsam die brandaktuellen Themen unserer Gesellschaft. So entsteht auch im kommenden Jahr wieder ein Hort des gelebten Unternehmertums, in dem in familiärer Atmosphäre eben auch einfach Privates geteilt werden kann. Um sicherzustellen, dass die in diesem Jahr angebotenen Workshops den Vorstellungen, Interessen und Wünschen von Familienunternehmerinnen und Familienunternehmern am besten entsprechen, haben wir in diesem Jahr eine Dreiteilung des Kongresses vorgenommen. Wir unterteilen einmal in die Next Gen, die Mid Gen und die Senior Gen. Der Next Gen wird am ersten Kongresstag ein interaktives Programm geboten, wo praktische Skills vermittelt werden. Die Reflexion der eigenen Situation im großen Ganzen bis hin zur Aufarbeitung der Frage der Nachfolge wird auf wissenschaftlicher Basis in Workshops erarbeitet. Die am Kongress erstmalig eingeführte Kategorie der Mid-Gen wurde speziell für diejenigen unter Ihnen entwickelt, die bereits Verantwortung übernommen haben oder kurz davor stehen. In diesem Kontext können Sie sich mit Themen auseinandersetzen, wie beispielsweise persönlichen Potenzialen und wie Sie diese entwickeln können. Sie können überlegen und mit anderen reflektieren, was für Lösungen beispielsweise zu Themen wie der Unternehmenstransformation möglich sind. Oder Sie werden sich mit Themen auseinandersetzen, wie beispielsweise Herausforderungen und Erwartungen, die aus der Gesellschaft, aus dem Unternehmen, aber auch aus dem privaten Kontext auf Sie zukommen und wie Sie dazu eine persönliche Haltung und Lösung entwickeln können. Und natürlich die Senior Gen, die Unternehmerinnen und Unternehmer, die schon seit längerer Zeit im Unternehmen etabliert sind. Sie bekommen die Möglichkeit, in Workshops ihre eigenen Muster zu durchbrechen und einen Einblick in die Perspektiven der neuen Generationen zu gewinnen. Um den gedanklichen Prozess der Bestimmungsfindung anzuregen, wird der Ablauf, angelehnt an den Design Thinking Prozess, in drei aufeinander aufbauenden Workshops gegliedert. Reflektieren. Im ersten Teil wird die eigene Situation mit Blick auf das Selbst, die Familie und das Unternehmen aufgearbeitet, um sie anschließend im Kontext des persönlichen Umfeldes einzuordnen. Analysieren. Ausgehend vom persönlichen Umfeld werden gesellschaftliche Spannungen und Anforderungen an die eigene Person, die Familie und das Unternehmen behandelt. Darüber hinaus werden auch aktuell relevante Themen diskutiert, um die persönliche Positionierung dazu zu fördern. Gestalten. Im dritten Teil soll ein Ausblick in die Welt von Familienunternehmen den gedanklichen Prozess der Bestimmungsfindung abschließen. Um den transgenerationalen Austausch zwischen den Generationen von Familienunternehmen zu sichern, werden im dritten Teil die drei Generationen zusammen an Strategien und Strukturen für die Zukunft arbeiten. Wir möchten Ihnen auch einen kurzen Einblick geben, was hinter den Kulissen des 24. Kongresses für Familienunternehmen vor sich geht. Hier arbeiten wir voller Tatendrang an dem Projekt, um Ihnen zu garantieren, dass Sie an einem Kongress teilnehmen können, der einfach bereichert. Jedes einzelne Teammitglied hat seinen eigenen Zuständigkeitsbereich, in dem jeder seine eigenen Qualitäten und Kompetenzen vollkommen entfalten kann. Wir freuen uns sehr darauf, Sie am 11. und 12. Februar 2022 am Kongress für Familienunternehmen begrüßen zu dürfen.